herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge CC Shopping. Ich war seit Ewigkeiten nicht mehr CC shoppen. Das habe ich gestern in meinem Stream gemerkt, denn irgendwie, obwohl ich sehr viel Custom Content habe, habe ich nicht genug Custom Content. Und ich weiß, die meisten sagen sich jetzt, Nina, du bist komplett bescheuert und hast den Bezug zur Realität verloren. Ich weiß. Aber heißt das, dass es mich vom Shoppen abhalten wird? Nein. Genau deshalb werden wir heute eine Runde CC shoppen gehen. Ich hoffe, ihr seid bereit dafür. Und da ich sowieso immer viel zu viel rede, fangen wir direkt an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Gonna take my horse to the old road. Wir bringen heute mal ein bisschen neuen Schwung in die Bude. Und zwar fangen wir nicht mit The Sims Resource an. Ich habe es natürlich schon geöffnet hier oben. Ich habe auf Tumblr ein paar coole Sachen von Simsdom gesehen. Eigentlich mag ich die Seite ja nicht so, weil die ja so ein bisschen umstritten ist, weil es heißt, dass sie von Creatoren Sachen klauen und die einfach da hochladen. Aber die haben ja auch ein paar exklusive Creator, die halt deren Content nur hier hochladen. Deswegen gucke ich jetzt immer, dass die hier so verified sind und dann finde ich das okay, wenn ich die Sachen downloade. Und deswegen gucken wir heute als erstes hier bei Nitro Panic vorbei. Also eigentlich hat mir dieser Pulli hier zugesagt, deswegen habe ich da drauf geklickt. Der Rest sieht für mich jetzt ein bisschen exzessiv aus. Der Pulli ist auch noch ganz cool. Was ist denn der Unterschied zu dem? Ach, das ist dann ein Kleid. Heidewitzka! Vielleicht lieber nicht. Das finde ich auch ganz süß hier. Da kann man auch coole Outfits mitmachen. Und sonst grenzt das ja schon fast an Pornografie. Heidewitzka, Herr Kapitän. Huhu! Ansonsten sagt mir das alles hier nicht ganz so zu. Deswegen machen wir das einfach mal zu. Und schauen uns dann den nächsten Creator an, der Slay Classy heißt. Von der habe ich auch schon irgendwas. Also der Name kommt mir auf jeden Fall sehr bekannt vor. Ich wollte einfach mal gucken, was es hier so gibt. Was vielleicht nach etwas aussieht, was ich nicht schon in fünffacher Ausführung habe. Aber Leute, irgendwie ist das hier auch alles nicht ganz so das, was ich mag. Ich glaube, wir gehen einfach weiter und tun so, als hätten wir das alles nicht gesehen, okay? Nächster Creator ist Graffiti CC. Hier, seht ihr das? Hier fand ich die Hose und das Oberteil cool. Allerdings weiß ich, dass die Hose im Spiel kacke aussehen wird. Und das Oberteil wahrscheinlich auch, weil das so harte Texturen hat. Aber ich wollte trotzdem mal ganz kurz hier durchscrollen und gucken, ob mir dennoch irgendwas zusagt. Wie zum Beispiel dieses Kleid. Das ist doch hübsch. Das nehmen wir doch mit. Und die Haare. Wow, die Sims sind mega schön. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Die sind komplett unterschiedlich. Naja, ich will beide. Oh, die Haare sind auch cool. Ich bin gespannt, wie die Texturen im Spiel aussehen. Ob die nicht zu krass sind. Wow, das ist sowas von extra. Sind es auch Haare oder? Nee, Solange Hair with Bandana. Das ist cool. Aha, aha. Das ist auch sehr schön. Die hat ja sehr schöne Sachen hier. Also das gefällt mir bis jetzt sehr, sehr gut. So, welche habe ich schon? Nina, lad sie jetzt bitte nicht runter. Widerstehe! Auf zum letzten Creator. Zum vorletzten. Einmal Ellie Simple. Die kennt ihr wahrscheinlich schon. Von der habe ich auch schon ein paar Sachen. Und von der gefallen mir sehr viele Dinge. Denn das gefällt mir gut. Das gefällt mir gut. Das ist jetzt nicht so... Das ist sehr cool. Nee. Der ist mir zu kurz, aber auch cool. Nee. Das ist süß, aber das ist so bubelicious. Vielleicht ein bisschen zu bubelicious für meinen Geschmack. Dann gucken wir jetzt noch einmal hier bei Red Hat Sims. Die hat nämlich immer sehr coole Sachen für Kinder. Ich habe zumindest ein paar Sachen von ihr und oder ihm. Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Hier sind super süße Nägel. Teen to Elder Kids Version. Oh mein Gott. Okay, ich will sie für beide Jahreszeiten, wollte ich gerade sagen. Altersstufen. Die Sandalen sind ja mal mega süß. Erwachsene. Und hier sind Toddler. Und das hier sind Child. Yay! Oh, ich brauche es. Um ehrlich zu sein, brauche ich es wahrscheinlich nicht, aber es ist unfassbar süß. Hier sind noch so Flip-Flops. Die nehmen wir noch mit. Und die sind Kids Vision, Toddler Vision. Okay, für Kleinkinder finde ich jetzt Flipflops nicht so geil. Deswegen bleiben die, wo sie sind und kommen nicht mit in mein Spiel. Und hier weiß ich jetzt schon, dass die Texturen mir nicht gefallen, weil die Haare so glänzen. Deswegen versuche ich es gar nicht erst. Ist ja irgendwie ganz komisch, ne? Das sieht aus wie Max's Hair. Ach, das sieht ja ganz... Nee. Das wollen wir nicht. Okay, ich lade mal ganz kurz hier den ganzen Kack runter, damit wir hier oben wieder Freibahn haben, okay? Oh mein Gott. Okay. Ready. Das ging flott. Meine Güte. Halleluja. Ich bin heute richtig gut. Okay, jetzt sind wir hier auf The Sims Resource, meine Lieblingsseite. You know it. Was habe ich denn hier alles noch im...
Warenkorb. Okay, das habe ich alle schon gedownloadet, das weiß ich. Unser Warenkorb ist leer, wir können anfangen zu starten. Diese Haare sind mir direkt ins Gesicht gesprungen, deswegen wollen wir die natürlich mitnehmen. So, was haben wir hier? Das sieht natürlich sehr tropical aus. Das können wir gut gebrauchen, wenn jetzt bald Inselleben rauskommt. Übrigens könnt ihr mal unter dieses Video schreiben, ob ihr möchtet, dass wir so eine Mini-Series machen für Inselleben. Also nur so ein Mini-Let's Play, das halt wirklich nur so 10, 20 Parts lang geht. Wo wir so ein bisschen das Meerjungfrauenleben erforschen und sowas. Und halt auf dieser Insel leben, also auf, ich wollte schon wieder Sunai sagen, Sulani und so. Hättet ihr da Lust drauf? Schreibt es mir in die Kommentare. So, Schuhe gehen auch immer. Ich sehe schon wieder kommen. Ich leite hier wieder alles runter. Das ist leider auch schön. Das Kindershirt finde ich unfassbar süß. Und gestern im Stream habe ich gemerkt, dass ich viel zu wenig Oberteile für Kleinkinder habe. Deswegen müssen wir da auf jeden Fall auch nochmal auf Suche gehen. Aber ich glaube, das mache ich in einem Stream. Wenn ihr bei dem Stream dabei sein wollt, dann solltet ihr mir auf Twitch folgen. Simfinity-Nina heiße ich dort. Denn dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich live gehe. Und dann verpasst ihr den Stream auch nicht. Gucken wir nochmal eben bei Hairstyles, was ist hier jetzt so alles Neues gibt, dann machen wir das aber nur, obwohl nö. Obwohl doch, nee, doch nicht. Wow, es gibt mal nicht 1000 Sachen, die mich hier direkt auf Anhieb ansprechen. Leute, das macht mich irgendwie glücklich. Die sind schön, die will ich. Übrigens, weil mich immer wieder Leute fragen, warum ich das hier machen kann. Ich bin hier VIP-Mitglied. Ich zahle irgendwie 3,50 Euro oder sowas im Monat und deswegen kriege ich hier keine Werbung angezeigt und habe diesen Warenkorb und so. Ist super, super gut, weil man muss dann auch nicht warten, bis man die Sachen downloaden kann und so. Finde ich richtig gut. Cute. Ich habe zwar 12 Milliarden Pömmels, aber ich kann nicht anders. Ich liebe die Pömmels einfach. Okay, hier ist eine neue Frisur von Nightcrawler. Die finde ich auch sehr süß. Oh, hier ist noch eine. Und die finde ich auch sehr süß. Wer hätte das gedacht? Oh mein Gott, die ist auch schön. Haare waren nichts heute mal. Ausnahmsweise. Dann gehen wir mal auf Clothing und gucken, was es da gibt. Okay, hier ist direkt ein Pyjama, den ich super finde für Männer. Dann nehmen wir den doch gleich mit. Nicht lange schnacken, Kopf in den Nacken. Oh, süß. Die sind ja noch mega süß, die Oberteile. Guck mal, die Panda. Ne. Gehen wir nochmal eben auf Tumblr, weil ich weiß nicht, ob ich da noch was gereblockt habe. Bammels! Nee, das habe ich ja schon gedownloadet hier. Aber ich will trotzdem mal kurz hier auf den Creator gehen, weil der macht einfach mein Lieblings-CC. Leute, ich bin wirklich fassungslos. Ich glaube, das ist tatsächlich die kleinste CC-Runde, die wir jemals hatten. Ich habe nur circa 50 Items gedownloadet und das ist wirklich nichts im Vergleich zu dem, was wir hier sonst so fabrizieren. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde oder nicht so gut. Ich muss sagen, so richtig befriedigt sind meine CC-Gelüste jetzt nicht. Aber das liegt ja nicht an mir. Das liegt daran, dass die Creator nicht so viel neues CC rausgehauen haben. Naja, ich werde das jetzt erstmal alles downloaden und in mein Spiel packen. Und dann gucken wir uns das in-game an und sehen uns dann gleich wieder. Hello! And welcome back. Wir sind jetzt im Spiel. Ich habe jetzt alle Sachen gedownloadet, installiert, noch minimal mehr runtergeladen. Aber wirklich nur so 10 Sachen oder so. Und ja, ich habe jetzt hier einen Sim aus der Galerie runtergeladen, ein bisschen CC draufgeklatscht und jetzt schauen wir uns da mal an, was ich hier fabriziert habe, was ich hier alles gedownloadet habe. Ich finde sie wunderschön. Vor allem finde ich, stehen ihr die Haare ganz fantabulös. Wir fangen an natürlich wie immer mit den Haaren. Dies ist die erste Frisur, die ich gefunden habe und wow! Die Bammels sind so schön. Ich glaube, das sind die schönsten Bammels, die ich habe. Die sind ja richtig toll. Die sind mega schön. Also die kann ich euch mega empfehlen. S-Club 45, wie auch immer sie sonst noch heißen. Ich glaube, die ist auch neu, richtig? Bin mir nicht ganz sicher. Ja, finde ich, steht ihr jetzt persönlich nicht so gut. Aber ich glaube, wenn man einen anderen Sim hat, der vielleicht nicht ein ganz so breites Gesicht hat, könnte die doch ganz cool aussehen. Die ist auch neu von Nightcrawler. Auch sehr süß. Gefällt mir auch gut. Auch jetzt an ihr nicht so die mega geile Frisur. Also finde ich, steht ihr jetzt nicht unbedingt mega gut, aber trotzdem sehr, sehr süß. Naja, hier sind noch zwei Bömmelfrisuren. Einmal diese hier. Oh, die gefallen mir ja gar nicht. Die sehen ja schlimm aus. Oh, nee. Was haben die sich denn hier oben gedacht? Die... Ja, okay, die ist schöner. Aber die hier ist... Nee.
okay, downloadet die Version, nicht nur diese Version, weil die... Die ist ganz nett. Also die ist schön. Die anderen Bumbles gefallen mir trotzdem mehr. Und das hier ist die letzte Frisur, die ich noch gedownloadet habe. Auch sehr, sehr cool. Wow. Also wie gesagt, steht ihr jetzt auch wieder mal nicht so gut. Aber ich glaube, an anderen Sims sieht die richtig gut aus. Und es müsste sogar, ich habe ja auch noch so ein Accessoire runtergeladen. Und es müsste ja quasi das dann... nee, es ersetzt es nicht. Ich dachte, das wäre dann quasi, dass das sich hier ersetzt. Aber... Wir gucken mal, wie das Haarband bei einer anderen Frisur aussieht. Ich möchte wieder die gleiche Frisur, die sie am Anfang hatte. Wow, sie ist so schön! Und jetzt schauen wir uns da mal die Haarbänder an, die wir gedownloadet haben. Das hier habe ich noch gefunden auf The Sims Resource. Und ich dachte, das wäre vielleicht ganz cool, wenn jetzt die Meerjungfrauen kommen. Geht jetzt nur so ein bisschen in die Nase rein, also nicht ganz so geil. Aber ich finde es ganz süß, vielleicht brauchen wir es irgendwann mal. Und dieses Haarband habe ich, wie gesagt, auch... Ach, da unten ist das Accessoire dafür. Okay, also kann man es doch verändern. Das sieht ja sogar mit der Frisur voll cool aus. Fast so wie ich heute. Ich hoffe, ihr hört die Sirene jetzt nicht so laut. Ist das schön! Okay, haben wir irgendwelche neuen Ohrringe oder so gedownloadet? Ich glaube, nur für Kinder habe ich noch welche gefunden. Okay, dann starten wir rüber. Ach ja, ich habe übrigens auch noch ein paar Augenbrauen gedownloadet. Und zwar diese hier, die sehen natürlich an ihr jetzt ganz, also total kacke aus, weil sie halt so starke Augenbrauen hat und das ja eher so softe Augenbrauen sind. Aber ich wollte eben auch mal so ein paar softere Augenbrauen haben. Die gefallen mir auch sehr gut. Okay, und noch so für Männer habe ich zwei Stück runtergeladen. Ich glaube die hier und die. So, und jetzt kommen wir zu den Klamotten. Das ist neu! Oh, ich mag's. Vor allem habe ich so ein ähnliches, nur mit kurzen Ärmeln. Okay, das gefällt mir schon mal sehr gut. Und ich finde, das passt auch super mit dem Haarband zusammen. Vielleicht wird das ein Outfit. Ah, hier, den Pulli habe ich noch neu runtergeladen. Finde ich auch ganz cool, auf jeden Fall. Das ist halt so ein Basic-Ding, ne? Das hier habe ich auch neu. Das ist so ein T-Shirt-Kleid mit einem Gürtel dran. Sehr cool. Das ist halt so ein bisschen Hipster, geilo. Ich bin Insta-Baddy-mäßig. Aber ich denke mir halt immer, irgendwann brauche ich das mal für irgendeinen Sim. Und dann freue ich mich, dass ich es habe. Da ist es. Das ist das Kleid, was ich noch runtergeladen habe. Okay, es ist super kurz. Oh, wow. Vielleicht mit einer Strumpfhose drunter. Vielleicht geht's dann. Aber es ist wirklich super kurz. Die Paperback-Hose von Ellie Simple. Die sieht ja sehr schön aus. Das hätte ich nicht gedacht, dass sie mir so gut gefällt. Die Texturen sind ja total schön. Okay, ich glaube, das war's. Könnte die Sirene jetzt bitte aufhören? Das wäre nett. Ich glaube, diese neu. Bin mir immer nicht zu 1000% sicher. Ich habe auf jeden Fall ein paar High Heels von Madeline neu runtergeladen. Und das müssten hier die neuen Sandalen sein, wenn ich mich nicht irre. Oder sind diese? Oh Gott, ich weiß es nicht. Oder sind es doch da? Nee, das hier sind die neuen Sandalen. Oh, die sind ja sogar sehr schön. Das sind die Sandalen, die ich neu runtergeladen habe, die es auch für Kinder und für Kleinkinder gibt. Sehr schön, das war unsere Ausbeute für Erwachsene. Jetzt gucken wir gleich noch, was wir für Kinder und für Kleinkinder gefunden haben, weil ich glaube, für Männer habe ich nichts runtergeladen. Für Kinder habe ich einmal noch diese Ohrringe runtergeladen, das habe ich euch aber nicht gezeigt. Die habe ich auf The Sims Resource gefunden. Die gibt es auch noch für Kleinkinder, die habe ich auch runtergeladen. Und sonst habe ich, glaube ich, für Kinder auch nur dieses Baseballhemd runtergeladen, meine ich. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich sonst noch irgendwas runtergeladen habe. Das gefällt mir auf jeden Fall gut. Ich habe doch noch eine Frisur für Kinder runtergeladen. Hier ist sie. Oh, süß. Bämmels. Ich mag die Auswahl von den Farben immer nicht so gerne von... Ah, was ist denn das? Wings? Nee. Weiß ich jetzt nicht, woher ich das nochmal habe. Auf jeden Fall finde ich die Farbauswahl immer sehr unnatürlich irgendwie. Aber trotzdem sehr, sehr süß. Also hier so die natürlicheren Farben sehen richtig schön aus. Die gefallen mir auch sehr gut. Und hier habe ich, wie gesagt, auch diese Sandalen neu. Genauso wie auch bei den kleinen Kindern habe ich auch die Sandalen. Da seht ihr sie. Super süß! Oh mein Gott. Und auch das hier ist noch neu. Das Shirt mit dem Panda. Das ist ja richtig niedlich. Auch das hier. Baby. Süß. Nee, Baby. Baby. Ich verstehe. Ich bin sehr, sehr glücklich. Oh nein, hier. Und das ist auch noch neu. Ich bin so stolz auf mich, dass ich mal nicht ausgeartet bin.
Es ist wirklich richtig gut und ich bin zufrieden mit fast allen Sachen, außer diese eine paar Bömmels da mit den komischen Texturen oben. Das sieht wirklich merkwürdig aus. Und was diese Creator sich dabei gedacht haben, frage ich mich dann immer, ob die sich das wirklich angucken und denken, ja, ja, wow, das sieht gut aus. Verstehe ich nicht. Naja, auf jeden Fall trotzdem Credits an alle Creator. Ich habe da größten Respekt vor. Ich will jetzt hier niemanden schlecht reden. Aber das war das Einzige, was mir nicht so gut gefallen hat. Ihr könnt mir super gerne in die Kommentare schreiben, was euch am besten gefallen hat, was ihr am schönsten fandet. Und ich bin immer noch einfach ein Riesenfan von diesem Sim, der hier unsere Sachen repräsentiert hat. Dann gibt es jetzt auch nur noch ein Edit des Tages. Und zwar kommt das heute von Nisis Fisch. Und sie hat ein sehr schönes Edit gemacht. Also vielen, vielen Dank für dieses Edit und liebe, liebe Grüße an dich und für dich gedrückt und umarmt. Ich habe euch alle ganz, ganz doll lieb und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss!